Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Minecraft Attack of the B-Team zusammen mit dem Screenshot MP. Moin Moin. Und ja, wir haben letzte Folge von Pokémons geredet. Lieblings-Pokémon, was war mein Lieblings-Pokémon? Ja, aber genau, sag mal, was war dein Lieblings-Pokémon? Also meins habe ich ja vorhin schon am Ende der Folge gesagt, das war Glurak und Mewtwo. Die habe ich ganz gerne gespielt. Nachher, zum Ende hin, habe ich auch ganz gerne, wie hieß er? Der mit den Kanonen hinten. Die letzte Weiterentwicklung von Shiggy. Turtok. Ja, genau, Turtok. Den habe ich auch nachher ganz gerne immer genommen. Und, ja. Aber ich habe, wo wir gerade davon reden, letztens habe ich noch Werbung gesehen. Es gibt doch jetzt schon wieder eine neue, irgendwie Sonne und Mond oder irgendwie sowas. Ja, genau. Kann das? Das ist jetzt die 7. Generation. Ja, habe ich im Fernsehen gesehen. Werbung. Ja, da bin ich jetzt auch richtig gespannt drauf. Also, ich habe ja einen Nintendo 3DS. Wirklich? Ja, den habe ich. Oh, cool. Ich habe auch hier noch eine Pokémon-Version, die habe ich mir damals gekauft, aber ich bin ganz ehrlich, die habe ich nie zu Ende gezockt. Ich habe, glaube ich, bis Level 20 oder so habe ich mein Starter-Pokémon gebaut. Dann habe ich das auch nie wieder angefasst, das Spiel. Warum? Weil keine Zeit. Aber ich hätte das gerne weitergespielt, aber welches war das? Alpha Saphir oder so? Ich habe auch Alpha Saphir. Was habe ich denn? Ich habe harte Diamant, danach war es weg, keine Ahnung. Dann habe ich Hardgold, Sword, Silver, also diese Erweiterung von Gold und Silber. Diamant habe ich. Schwarz-Weiß 2. Oh, Entschuldigung. Y habe ich noch. Ja. Alpha Saphir habe ich noch. So. Und das Schwere ist, ich kann mir aus 721 Pokémon jetzt die Lieblings-Pokémon aussuchen, das ist so schwer. Ja, gut, das ist wohl wahr. Aber ich glaube, mein allerliebstes Pokémon ist Quajutsu. Das ist von der XY-Generation, das ist die Endentwicklung vom Starter-Pokémon. Achso, okay. Starter-Pokémon, das ist so ein Ninja-Frosch ungefähr. Ninja-Frosch? Ist aber auch so stark und... Ach, hat er so eine, so ein Grashalm im Mund? Irgendeine Entwicklung, der erste oder so? Nee. Nee? Hab ich. Dann vertue ich mich da gerade. Du meinst, was meinst du, glaube ich? Ich glaube Tengu ist, ich bin mir aber nicht sicher. Nee, ich glaube Gekkaborn oder so heißt der. Ja, genau, genau. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, das ist dann noch weiter vorher. Achso, okay. Ja, keine Ahnung, ich habe, ich glaube nach Diamant habe ich keins mehr gespielt. Also keins richtig mehr. Es gibt ja hier sogar, wo wir das gerade ansprechen, es gibt ja sogar so ein Minecraft-Pokémon, das habe da, habe ich ja mal in so einem Projekt mitgemacht. Ja, das war da, wo ich dich dann zuerst mal gesehen habe. Achso, also das hat mir richtig Spaß gemacht, also das war auch richtig cool. War es schon 20 Glasblöcke schon verhauen, ne? Ich habe danach sogar rumgeguckt, ich hatte danach vor, sogar ein eigenes Projekt zu machen. Es gibt sogar eine Map mit diesem Pokémon, aber leider nur von Silber und Gold, also bis Silber und Gold gehen die Pokémons da nur. Aber da kann man auch Arena-Kämpfe machen und sowas, das war nicht cool, aber ich meine so alleine, ich gesagt, nö, dann nicht. So, ich hab's fertig. Ich bin jetzt auch gerade schon am Bauen für die Maschinen, um die Bäume zu pflanzen und zu bauen. Ich geh nochmal rein, ob ich auch wirklich alle habe. Draußen habe ich alles. Hier hat er schon die Glastür. Nice. Oh. Hä? Ja, nee, du musst doch einen Block unten hinsetzen. Nein, lass. Das ist die Tür. Meine Kiste hat's. Du kannst da Glasblöcke reinsetzen, dann. Ach so. Wie kriege ich die Tür jetzt auf? Rechtsklick. Dann setzt er da einen Glasblock rein. Ja, machst du mal. Machen wir unten noch einen Glasblock rein. So. Ja, genau. Ah. Alles klar. So. Wir zumachen. So. Aber hier fehlt noch was. Warte mal. Hier ist noch nicht ganz fertig. Hier muss noch einer hin. Da muss noch einer hin. Und hier muss noch einer hin. Dann kann das Glas hier.
Hier und da. Wieder weg. Habe ich jetzt alles? Ah, bitte. Nee, hier muss noch eins hin. So. Super gewesen sein. Ja, denke ich wohl auch. Mir die Glaskuppel und ich mache jetzt schon die Maschinen dafür. Ich brauche jetzt aber irgendwo Ton. Wir müssen, ich mache hier schon mal den Stein und so weg, weil ich denke mal, da müssen wir auch Glas hinmachen, Erde Erde. hinmachen. Ja. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier rumherum noch alles wegkriegen. Ja, Pokémon war schon geil. Doch das mit den Mega-Entwicklungen, das haben sie wieder sich was Geiles einfallen lassen. Ja, da ist, ich habe ja einen Sohn. Der kommt mir da immer mit den, der sammelt auch diese Karten. Und was sagt der immer? EXer oder so? Ja, es gibt auch irgendwelche EXer-Pokémons, ich EX, weiß. ja, genau, es gibt auch, was gibt's denn? Die haben bei den Karten haben es auch, da kenne ich mich auch gar nicht mehr aus. Die haben irgendwie Break heißen die, da hast du halt ein komplett goldenes Pokémon Ja. auf der Karte. Die EX, die gab es auch vorher schon, die gab es auch noch, wo ich kleiner war. So. Und so Karten, da brauchst du zwei Stück davon und dann geben die ein Bild. Da hast du meistens immer dann zwei Legendäre oder sowas drauf. Oh. Aber was ich meine mit der Mega-Entwicklung ist, im Pokémon-Spiel selber, da kannst du, da hast du Ja. ein. Ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Da kann man zum Beispiel sich den Glurak für eine kurze Zeit noch mal weiterentwickeln oder für einen Kampf oder irgendwie sowas. Kann Ja, das? genau. Ja, das ist jetzt schon, das war geil. Ja, das ist geil. Ja, wenn ich so ein Aufnahmeprogramm hätte für den DS, dann würde ich, glaube ich, sogar Pokémon Let's Playen. Also es geht ja, brauchst du so ein, wie ist denn das? Ich weiß gar nicht, ist das eine Capture-Card, die du Ja, um. genau, aber die ist schweineteuer. Naja. Habe ich mir halt auch schon überlegt, ob ich sowas dann mir mal kaufe und dann auf dem Laptop oder sowas dann draufziehe und da Videos mache, aber ist ja wirklich abnormal, was sie dafür wollen. Ja, das stimmt wohl. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wollt ihr ja so ein Pokémon-Projekt mal, Pokémon-Minecraft-Projekt machen. Auch wohl sehen. Dann würde ich mir da mal was einfallen lassen und was machen. So, die Kuppel ist dann fertig. Was muss jetzt noch gemacht werden? Soll ich schon mal Setzlinge suchen? Oder haben wir welche? Wir haben, glaube ich, ja, wir haben ein paar. Okay. Ne, was ich brauche ist, du spielst ja auf Deutsch, wie heißt denn das? Ich glaube, heißt denn, Panda müsste eigentlich, glaube ich, Setzer, heißt es Setzer oder? Letzter? Gar nicht. Wie halt immer auf Englisch, weil es dann mir was man merken kann, aber trotzdem, wie heißt das auf Deutsch? Also, Untersetzer findet er nichts. Ich stelle es mal kurz auf Deutsch um. Planter. Planter, was heißt Planter auf Deutsch? Bohrer, Blockplatzierer, Autoplacer, Player Interface, Goldblock, was haben wir hier? Plattenspieler. Wie sieht der Block denn aus? Das ist ein weißer Block und vorne dran sind so Zacken. Also das soll, keine Ahnung, wie so Scheren sein, die sich hin und her bewegen. So, okay. Auf welcher Seite ist der denn? Gib mal unten ein
in die Suchleiste Ads und dann. Was? Gib einfach mal ein unten in die Suchleiste. Ja. Ads und dann Mine Factory. Also Mine Factory, also wie Minecraft. Mine. Ja. Man muss es einfach mal durchsuchen. Der hat Scheren oder was, sagst du? Ja, das sind so Metallhacken. Ich weiß nicht, ob die sich bewegen da bei dem. Blockentferner. Was haben wir hier? Mahlwerk. Ernter. Ja, genau, Ernter. Okay. Was brauchen wir hier für Plastikfolie? Das ist nicht das Problem. Ich glaube, man braucht doch Invar für den, oder? Eine Invar-Axt. Eine Invar-Axt, ja. Ja. Dafür brauchen wir Stock und 3 Invar-Barren. Die Invar machen wir aus Eisen und Ferrus, oder wie das heißt. Ich glaube, wir brauchen aber vorher noch ein Pull, also hier so ein Crusher, oder wie heißt das? Wir brauchen Maschinenrahmen, brauchen wir unten Redstone-Rezeptionspulle. Aber die wir ist ja auch gleich gemacht. Gold und 2 Redstones. Da ist das Ding. Überlegen. Maschinenrahmen, oh mein Gott. Glas und Stahlbarren. Okay, also meinen müssen wir gehen, oder was? Müssen wir nicht, aber können wir machen. Ja, wir brauchen ja Redstone. Ach, Redstone habe ich sogar bei. Ach, du hast schon so ein Ding. Na gut. Ich bin gerade dabei, einen. Wo ist das doofe Ding jetzt? Wieso macht er keine Truhe damit? Kannst du noch eine Truhe bauen? Ich habe leider kein Holz. Ja, mach ich gleich. Einen Moment. Ja. Blind? Was? Das ist eine Bienengedöns nicht. Ich finde es schön, dass wir diesmal nah am Wasser da gebaut haben. Das letzte Mal auch. Ja, aber hier ist das schöner. Ich finde das nicht. Wie brauchst du denn? Der Stauber? Ja? Stauber. Das ist so eine Maschine, die aus einem Erz so Staub macht. Ach so. Ist das auch Mine Factory? Ja, glaube ich, ja. Wie heißt die? Im Englisch heißt es Pulverizer. Brunnen, Chunkloader, Turbine, Mobzähler, Blockplatzierer, Fruchtsammler, automatischer Braustand, aha. Red Notebook, Blockzertrümmerer? Ja, genau. Oder? Heißt das Blockzertrümmerer? Man braucht auf jeden Fall 2 Schmiedehammer. Nee, das ist das. 2 Bücher, okay. Schlachterei, Fleischverpacker, Zauberungsding, Laserbohrer, automatischer Spawner, Vereiniger, automatischer Plattenspieler, Ölfabrik, Lavafabrik, Flüssigkeitswerk. Es Tierarzt gibt. Ein Tierarzt? Ja. Wachstumanzeige, automatischer Zaubertisch, Mahlwerk, Züchter, Komposter, Kloake, Wackelkessel, Wettersammler. Ernter, Fischer, Pflanzer. Wettersammler. Block entfernen wahrscheinlich nicht. Nein. Ja. Es gibt sogar eine Düngermaschine. Können wir die nicht irgendwie verbinden, damit unsere können wir machen. Bäume größer werden? Ich bin doch ein Depp, das ist von Terminal Expansions, ach. So. Ach. Ah, also doch. Pulverisierer, ich bin ein Depp.
Wenn so. Ja. Eisenbarren. Gas. Gut, Leute, wir sind auch am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, wir sehen uns zur nächsten Folge. Tschüss. Oi. Okay.